in meiner neuen und alten Funktion wieder zurück sein zu dürfen. Wir haben in Österreich ja erfolgreich eine neue Koalition verhandelt, unter anderem auch mit einem sehr großen Schwerpunkt auf unsere bäuerlichen Familienbetriebe, auf unsere österreichische Landwirtschaft, vor allem auch mit einem großen Schwerpunkt auf ein sehr erfolgreiches Agrarmodell, das vor allem auch auf Öko- und Umweltleistungen im Bereich der zweiten Säule baut, das vor allem auch die Ausgleichszulage fürs Berggebiet, also unsere Bergbauernbetriebe in Österreich, abzielt. All das wollen wir jetzt natürlich auch entsprechend in den Verhandlungen auf europäischer Ebene verankern. Ich freue mich jetzt schon auf eine neue Zeit in einem sehr spannenden GAP-Reformprozess und heute vor allem eben auch entsprechend auf die Präsentation des Green New Deals. Vizepräsident Timmermans wird seine Überlegungen vorstellen, gemeinsam mit dem Agrarkommissar. Wir beobachten das vor allem aus österreichischer Sicht sehr genau, weil wir ja jetzt schon bereits einen großen Umwelt-Klimafokus in unserer Agrarpolitik legen und wollen natürlich auch, dass das für unsere Bäuerinnen und Bauern in Zukunft praktikabel ist. Der Green Deal sieht ja vor, weniger Dünger, weniger Pestizideinsatz. Also ich glaube, Österreich ist da schon fortschrittlich unterwegs, aber trotzdem gibt es hohe Nitratwerte in manchen Gebieten, was das Grundwasser angeht. Also was bedeutet der Green Deal für Österreichs Bauern? Also zum einen haben wir uns ja auch in unserem nationalen Klima- und Energieplan dazu verpflichtet, weitere Reduktionsziele zu erfüllen. Das ist der Grundsatz auch der österreichischen Landwirtschaft, immer besser zu werden. Das funktioniert aber nur dann, wenn wir entsprechend auch finanzielle Mittel haben und entsprechend auch eine Absicherung im Agrarbudget wiederfinden. Das ist zurzeit noch nicht der Fall. Hier wird vor allem der Sparstift von Seiten der EU-Kommission betreffend unserer sehr positiven Umweltmaßnahmen auch angesetzt, das ist für Österreich inakzeptabel. Ab Jänner 2020 gibt es auch für Biobauern oder Brot-Biobauern in Zukunft Förderungen, was den Weidegang angeht. Gibt es schon eine Lösung? Hat sich das schon eine Lösung gefunden? Also wir hatten letzte Woche den Agrarkommissar zu Besuch in Österreich. Wir haben ihm auch vor Ort die Situation der Biobetriebe gezeigt. Wir wollen auf jeden Fall sehr eng mit der EU-Kommission zusammenarbeiten, um auch hier gangbare Lösungen für die österreichischen Biobetriebe zustande zu bringen. Sehr oft sind die Voraussetzungen vor Ort einfach sehr schwierig, um den strengen Weideverpflichtungen auch nachzukommen. Wir sind aber bereit, hier mit der EU-Kommission sehr intensive Gespräche auch zu führen. Für uns ist aber klar, wenn mehr Bio von Seiten der EU-Kommission gewünscht wird, dann muss es auch praktikable Lösungen geben. Für das Jahr 2020 haben wir eine Übergangsbestimmung gefunden, aber sehr wichtig wird natürlich auch die Umsetzung der EU-Bio-Verordnung im Jahr 2021 sein. Kürzungen im zweiten der zweiten Säule zu vermeiden, nicht um Ökomaßnahmen stärker zum Tragen kommen zu lassen, was ja für Österreich von besonderer Bedeutung ist, müsste auch der österreichische Bundeskanzler bei dem 1% Finanzierungsanteil sich bewegen. Was ist denn da Ihr Petitum? Also wir stehen hinter der Positionierung der österreichischen Bundesregierung. Wir sind ein Nettozahlerland. Generell steigt das EU-Budget in sehr vielen Bereichen. Nur in der Landwirtschaft wird gekürzt. Und das kann insofern nicht funktionieren, wenn man von der Landwirtschaft eben auch will, dass sie mehr zu Klimaschutz und Umweltschutz beiträgt. Also hier braucht es entsprechend auch eine gut ausgestattete Finanzierung. Österreich allein trägt und kann hier auch gar nicht die Hauptlast tragen. Für uns ist es wichtig, was sind die Prioritäten? Und wenn von der Landwirtschaft gefordert wird, stärker ökologisch zu produzieren, dann muss es entsprechend dafür auch einen Ausgleich geben. Wie sieht denn Ihr Rechenmodell aus, wenn die sogenannten Nettozahlerstaaten, Staaten, wozu auch Österreich und Deutschland gehören, nicht mehr als 1% nach bis in die Zukunft ab 2021 überweisen? Wir stellen uns jetzt auf sehr harte Verhandlungen im Rahmen der Budgetdiskussionen ein. Für uns ist klar, die Landwirtschaftspolitik muss stärker auch die bäuerlichen Familienbetriebe ins Zentrum stellen. Wir glauben, dass es sehr viel mehr auch an Effizienz gibt. Wir wollen auf der einen Seite auch mehr Öko- und Klimaleistungen haben. Entsprechend dem muss das aber dann auch einen Niederschlag finden, auch in den Budgetvorstellungen des Green New Deals. Frau Minister, noch eine Frage heute auch auf der Agenda Boni. Es gibt 16 Mitgliedstaaten, die eine strengere Herkunftsbezeichnung fordern auf dem Etikett. Ich habe Österreich auf dieser Liste nicht gefunden. Warum nicht? Also wir unterstützen diese strengeren Herkunftskennzeichnungen. Es ist wichtig, dass der Konsument auch weiß, woher die Honigprodukte kommen. Vor allem sehr oft Drittstaatsimporte werden nicht entsprechend gekennzeichnet. Österreich will hier auch strengere Regeln. Vielen Dank.
Das Gesundheitsministerium ist zuständig auch für die Lebensmittelkennzeichnung. Für uns ist klar, Österreich will entsprechend auch strengere und genauere Herkunftskennzeichnungen bei Honigprodukten. Dankeschön. Good morning.